Ja, die Hornhautverkrümmung ist mit dem Augenlaser sehr gut korrigierbar. Man muss dabei sagen, dass stärkere Hornhautverkrümmungen häufiger Nachbehandlungen brauchen. Da muss man einfach nach der ersten Operation eine gewisse Zeit abwarten, die Stabilität abwarten und dann kann man diese Hornhautverkrümmung nochmals nachkorrigieren. Das ist quasi noch ein kleines Nachpolieren, damit wir wirklich das optimale Ergebnis nach der gesamten Operation haben. Aber die Hornhautverkrümmung ist sehr gut heutzutage mit dem Augenlaser zu korrigieren.